diesmal auch wieder dabei bist. Ich sitze hier gerade im Auto und zwar ja leider nicht in unserem Auto, denn unser Auto ist leider, es ist von uns gegangen. Da müssen wir jetzt tatsächlich so ein bisschen gucken, was wir machen, ob wir uns ein neues Auto kaufen und wie und so weiter und so fort. Leider ein bisschen blöd gelaufen, aber ja, ich konnte mir Gott sei Dank das Auto meiner Schwester ausleihen und genau deswegen anderes Auto. Ich stehe hier gerade, denn heute geht es einen Frauenflohmarkt und weil ich das ja schon mal gezeigt habe und das war ja in Bergedorf gewesen, zeige ich euch heute einmal einen Flohmarkt, der noch größer sein soll und zwar der ist in der Nähe vom Volksparkstadion. Dafür sammle ich jetzt hier meine zwei Mädels ein, Kim und Lena und ja, dann fahren wir gemeinsam dorthin und ich bin schon sehr gespannt, ob wir was finden werden und vor allem bin ich gespannt, ob ich da drin auch so filmen kann oder ob es sehr, sehr voll ist. Also ich muss auf jeden Fall gut auf die Kamera aufpassen und auf meine Sachen, denke ich. Eintritt kostet anscheinend 4 Euro. Habe ich jetzt auch klein dabei und natürlich dann Bargeld in diesem Fall. Wobei ich in Bergedorf auch schon gesehen habe, wie einige PayPal angeboten haben. Da fahren wir jetzt einmal hin. Hier werden jetzt Fotos gemacht. Nee, Video, okay. Und was ist das? Achso, dass wir bezahlt haben. Achso, genau, das ist einfach, weiß ich gar nicht. Du packst in dein Portemonnaie. Okay. Hier. Okay. Hallo. Hallo. Kim filmt auch mit. Okay. Ich weiß nicht, ob man mich hier hören kann, aber ich weiß nicht warum. Kim hat da irgendwie ein Auge für. Sie hat hier gerade dieses Kleid gekauft und das ist richtig süß. Das Muster ist toll, also für den Sommer richtig schön. Und Lena probiert jetzt auch eine Bluse an. Ach, sie fragt erstmal nach dem Preis. Also ich komme hier einmal zurück, damit die alle nicht zu sehen sind. Also, Kim hat echt ein gutes Auge dafür. Ich habe leider noch nichts gefunden. Aber ist auch nicht so schlimm. Alles gut. Und? 4 Euro. Die Bluse zeigen wir euch gleich. Das ist nämlich auch sehr, sehr schön. Und sie sucht immer nach so Blusen für ihren Job und so. Ja, es ist sehr laut und sehr voll hier. So, jetzt muss ich, jetzt einmal die Bluse zeigen. Ja. Für 4 Euro? Ja. Guck mal, wie schön die ist. Wenn die ein bisschen lang ist, so. Ja. Die ist super schön. Das wird dir super stehen. Sehr gut. So, jetzt weiß ich nicht, in welchen Gang laufen wir jetzt? Ja, da so. Okay. Denn wir machen heute Fotos und jetzt seht ihr hier gerade die liebe Kim und Susanne, die versuchen hier noch die richtige Position zu finden, aber der Mantel von Susanne passt einfach so schön auch zu der, zum Gebäude. Schaut mal, das passt einfach so gut. Genau, und danach wollen wir noch zusammen zu Stilbruch fahren. Da bin ich sehr gespannt, weil da war ich noch nicht. Und ich bin ja noch auf der Suche nach Körbchen für meinen Sekretär und ich glaube, dass ich da fündig werde. Und ja, jetzt habt ihr noch mal so ein Behind the Scenes. Guck mal. Kim macht jetzt von Susanne einmal Fotos und dann bin ich dran. So, also die Fotos, da schauen wir nachher mal, wie erfolgreich wir waren. Aber das Licht war jetzt am Ende leider schon sehr, ja, schwierig irgendwie einzuschätzen. Aber ja, jetzt sind wir auf dem Weg zu Stilbruch. Genau, und jetzt bin ich sehr gespannt. Hände sind da eingefroren. Ja. Oh, mein, es geht. Es geht. Es ist aber sehr kalt, das stimmt schon. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ihr schon ein paar Sequenzen davor gesehen habt, aber
Ja, ich habe immer mal wieder gefilmt. Dann bei Stilbruch zum Beispiel durfte ich nicht filmen, deswegen habt ihr davon jetzt gar keine Aufnahmen gesehen. Das war in diesem Fall eine große Halle, müsst ihr euch vorstellen, mit ganz vielen Möbeln und Porzellan und Besteck und Geschirr. Alles Secondhand dann in diesem Fall. Ich habe jetzt nicht wirklich was gefunden, aber Susanne und Kim haben richtig tolle Sachen gefunden. Es sind wieder ein paar Tage vergangen, ich bin zu Hause und ich habe Post bekommen, weil, genau, wer mich auf Instagram verfolgt, hat gesehen, ich habe jetzt ja einen Planer für dieses Jahr. Eigentlich habe ich jedes Jahr einen Planer, aber dieses Jahr gebe ich mir da besonders viel Mühe. Ich kann euch den mal zeigen. Und zwar ist das einmal der hier, der Hobonichi Cousin. Und ich habe jetzt hier auch schon die Tabs, damit man sehen kann, die Unterteilungen in diesem Fall, wo ich was finde. Bevor ich jetzt hier ja sehr viel rede und euch nicht viel zeige, drehe ich jetzt die Kamera so, dass ihr es besser sehen könnt und dann packe ich auch direkt die schöne Post aus, die ich bekommen habe. Ich packe mit euch jetzt meine Post von ECMC aus. Ich kürze das Ganze mal ab. Ja, gerne mal bei Instagram gucken. Die hat nämlich auch ein Instagram-Profil, was sie so verkauft. Aber im Grunde genommen verkauft sie Sticker und diese Tabs, die ich hier beim Hobonichi Cousin bei dem Planer benutzt habe, sind auch von ihr. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe schon ein paar mehr Sachen diesmal bestellt. Die Qualität ist super, deswegen habe ich direkt wieder bestellt. Diesmal, es kommt immer auch ein kleiner Sticker dabei. Das finde ich total süß, von wem das verpackt wurde. Genau, das hier ist die aktuelle Postkarte, die mitkommt. Und ich hatte schon die vom letzten Mal eingeklebt. Das war die hier. Die fand ich auch total schön. So, dann packen wir das Ganze jetzt einmal aus. Einmal so ein, das ist fast so ein bisschen, sie nennt das Craft-Papier. Es ist wirklich eigentlich eher matt und nicht glänzend. Finde ich auch vom Bild her super süß. Da habe ich mir überlegt, dass ich einige jetzt hier auch so draufkleben werde. Da habe ich auch noch andere. Die hier, die hatte ich vor ein paar Tagen bestellt. Die finde ich auch sehr süß. Die ist eigentlich auch für das Cover gedacht. Das wollte ich da so raufkleben. Tut mir leid schon mal für die Lichtverhältnisse. Irgendwie ist es jetzt hier doch ein bisschen dunkel. Genau, also den Sticker habt ihr ja gesehen. Den lasse ich mal so liegen. Dann habe ich den hier noch. Be your own reason to smile. Das fand ich sehr süß, den Spruch. Es kommt auch immer so ein Freebie mit. Dann habe ich bestellt einmal so Washi-Papier. Aber auf so einem Sticker-Sheet, sage ich mal. Und ich fand einfach die Bilder so schön. Dann habe ich auch noch so kleine Kästchen bestellt, die man so reinkleben kann. Das ist jetzt genau die Größe für den Planer, den ich habe. Das sind so Kästchen, die vielleicht nochmal hervorheben, wenn ihr etwas Bestimmtes, ja wie gesagt, hervorheben möchtet. Dann könnt ihr den Sticker benutzen. Dann habe ich Sticker-Sheet bestellt, wo man die Gerichte reinschreiben kann, die man vielleicht gemacht hat an dem Tag. Sei es zum Beispiel Erbsenpasta, liebe ich im Moment so. Könnt ihr hier auch die Sternchen anmalen, wie toll das Gericht ist. Ist so ähnlich wie das Kästchen Sticker-Sheet, was ihr eben schon gesehen habt. In diesem Fall ist hier dann so ein kleiner Emoji zu sehen. Habe ich mich noch für die Happy Emojis entschieden. Die kann man immer benutzen, wenn man irgendwie einen guten Moment hatte oder irgendwie was toll war. Dann habe ich mich auch für die Sad Emojis entschieden. Es gibt dann nämlich ja auch nicht nur gute Tage, sondern auch mal schlechte Tage. Und ich fand das mit der Wolke total süß. Deshalb hast du einmal sozusagen in den kleinen Größen dann immer und einmal in den jeweils großen Größen einmal. Habe ich mich noch für den Book Nerd Sticker Sheet entschieden. Ja, wenn ich ein Buch lese oder vielleicht sogar ein Buch fertig gelesen habe, dann kann ich das mit reinkleben. Pakete kommen hier viele an, deswegen habe ich auch nochmal so ein Sticker Sheet, wo man Post, Doodle hat. Also Doodle nennt man ja so kleine Bilder, sage ich mal. To do oder get it done einmal in so einer schöneren Schreibschrift, sage ich mal. Das gleiche habe ich auch nochmal in so einer mittleren Größe für Today. So Sprechblasen oder Sticky Notes mit einem schönen Blumenthema. Kann man auch einkleben und dann beschriften. Sprechblasen. Einmal so Tiny Icons mit einem Stift und einem Emoji.
Ja, da kann man ja auch sozusagen als To-Do-Sticker oder so nehmen und dann darunter einmal die To-Dos aufschreiben. Da haben wir wieder die Karte. Ja, jeden Monat ist, glaube ich, eine andere Postkarte dabei. Also, das war jetzt die Bestellung. Und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch ja einmal zeigen, wie ich die Sticker nutzen wollen würde in der Wochenübersicht. Das ist die Größe A6. Und das, was ihr hier seht, das ist so eine Silikonmatte, würde ich sagen. Die hat eine glatte und eine raue Seite. Die lege ich immer hinter die Seiten, weil die Seiten relativ dünn sind. So, und jetzt seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Diese Sprechblasen sind theoretisch für ein Hobonichi-Kasen für diese Spaltengröße gemacht. Das heißt, es passt direkt in so eine Spalte rein. Genauso wie die Sticky Notes und Sprechblasen. Oder hier das zum Beispiel. Das ist genau das Maß sozusagen von einer Tagesspalte. Genau. So viel dazu. Ich denke, es macht Sinn, in einem anderen Video zu zeigen, wie ich denn so eine Woche gestalte. Aber ich wollte es euch einmal gezeigt haben, meine Bestellung. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Gerade gesehen, wie ich von den Sticker-Sheets oben die Kaffeebohnen-Sticker abgemacht habe, weil bei The Coffee Monsters Co. kannst du die kleinen Kaffeebohnen sammeln und wenn du das voll hast, bekommst du dann ein kleines Geschenk und irgendwie noch eine Kleinigkeit beim nächsten Mal, wenn man bestellt. Und genau, das macht total Spaß. Habe ich jetzt eine Karte voll, das heißt, ich kann da ja, das nächste Mal bestellen, bekomme ich dann theoretisch noch was. So sieht übrigens mein Sekretärmoment aus. Ich habe auf Instagram auch schon gesagt, ich suche noch Körbe, die ich hier reinfügen kann, rechts und links. Aber ja, das dauert noch einen Moment, ist aber nicht schlimm. Ich liebe es, hier zu sitzen. Und die kleinen Körbchen, die ihr hier seht, da packe ich am liebsten die ganzen Sticker rein. Wobei ich da auch ein kleines Heft besorgt habe, beziehungsweise bestellt habe, wo ich ab sofort die Sticker-Sheets reinmachen werde. Dann kann ich sie besser sehen. So sucht man sich natürlich immer die Sticker raus. So sieht das Ganze aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen planen.